Good morning, Boys and Girls, und herzlich willkommen zu einem weiteren tollen Part Resen 1. Im letzten Part haben wir uns die geile Titanen-Axt geholt, den Titanhammer, aber der ist nebensächlich. Und nun werden wir mit unserem jeffigen Abenteuer losgehen und weitere Titanrüstungsteile suchen oder Titan-Artefakte suchen. Unter anderem habe ich auf der Questkarte gesehen, dass wir noch etwas finden am an der Vulkanfestung dran. Nämlich hier, das hier, lecker, ey. Ein Priestergrab. Und da möchte ich auch hin. Genau, es gab ja dieser Priester, dieser Diener von Urzegor. Und ja, da hat Urzegor ihm seinen Shit gegeben. Na, die sind irgendwann gestorben. Jatta, jatta, wir kennen die Geschichte. Oder falls ihr jetzt gerade einschaltet, da passiert ziemlich viel Shit. Und wieso laggt das Spiel so? Oh mein Gott, holy shit, warum? Warte, das sollte eigentlich direkt hier sein, oder? Eieiei. Schauen wir mal. Oh. Hey, na ja, Zara. Wieso laggt das so krass? Okay, ich glaube, ich muss da runter. Dudun. Eieiei, entschuldigt bitte die die Hänger. Ich weiß auch nicht, warum das Spiel auf einmal meint, ey, Arschloch, das ist aber nicht cool, eieiei. Ich glaube, das Ganze mal hier in dieser Gegend, für uns, bei uns jedenfalls. Naja, whatever. Jumpen wir mal hier runter, hey, lol. Wir können uns hier abholen, da ist alles still. Ist irgendwie diese Gegend hier, ich weiß nicht wieso, vielleicht wegen dem Gras? I don't even know. Oh, guckt euch diese Fuckboys an. Wir sind bereit für den Scheiß. Ach ja, ich habe unsere Lernpunkte in Feuerball investiert. Ich dachte, das wäre eine gute Idee. So, erledigte Krieger, mein Ass. Boom. Ja, leider ist trotzdem nicht so super stark, wie ich es mir gehofft habe. Aber ja, ist ja gut, Alter. Das sind dreckigen Fuck-Viecher. Oh Gott. Dün, dün, dün. Das Schöne ist, dass der Feuerball so ein bisschen Flächenschaden macht. Das nächste Schöne ist, dass er halt gar nicht immer so viel Schaden macht, dass es da ganz schön laggt. Ich könnte mir theoretisch Hilfe holen von den Jungs da drüben. Aber ich glaube, das kriegen wir hin. Dün. Fucking Echsenmenschen. Niemand mag sie. Niemand liebt sie. Oh mein Gott, da kommt noch einer. Das seht ihr, Leute, einfach drei auf einmal in ihr Mull. Oh, scheiße, ich habe keine Mana mehr. Ja, okay. Eventuell wird das jetzt ein kleines Problem darstellen für uns. Digga, wenn das Spiel wenigstens mal flüssig laufen würde. Oh, was für ein hartes Leben. Feuerball, Junge. Okay, der Fuckboy ist auf jeden Fall down. Eieiei. Der Fuckboy ist down und jetzt nur noch ein extra Mensch da. Ei. Fuckvieh. Oh, ein Teleportstein. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Huch. Achso, da war so ein Insekt des Todes. Okay, lol. Alter, was ist denn los hier? Eieiei. Na gut. Gehen wir mal zu unserem lieblichen Freund Severin. Ich krieg dich doch noch. Was? Wer? Wo? Wollt ihr mich verarschen, Jungs? Oh, ja. Oh, ja. Aua, das war heftig. Krieg ich doch noch. Puh. Stück Scheiße. Hey, wie sieht das? Wird Zeit, die Insel zu retten. Ja, danke, Severin, dass du eine Sprachausgabe hast. Das ist ganz gut. Ich suche die Priestergräber und das Spiel hat gar keinen Bock auf mich anscheinend. Verdammte Scheiße. Wieso? Ja, ist ja gut. Sind das die Ruinen, die mit der magischen Barriere verschlossen sind? Da haben wir eine ganze Idee, aber treiben sich ja diese Bastarde. Oh lol. Oh lol, wie ist das denn passiert? Oh shit. Hey. Wo kommt ihr denn her? Aus Schlumpfhausen, bitte sehr. Hey. Keine Sorge, Severin, ich unterstütze dich von hier hinten. Ganz weit hinten. Heilige Scheiße. Wieso sind das so viele beschissene, wütende Krieger? Holy shit, Mann. Severin! Das sind fünf Stück, Leute. Fünf! Alter. Was für ein kranker Scheiß. Ja, fickt euch. Der bleibt da einfach stehen und denkt sich so, ey, fuck this shit, ey. Ey, du machst es gut, Severin. Du machst es gut.
Ei, ich helfe ihn ja damit. Nein, Severin, geh mir doch aus dem Weg, du Arsch. Ja, ja. Sehr schön. Das ist ein beschissener Ernst. Der wurde so gegambackt von 30 Leuten. So, steh wieder auf. Ich bin noch nicht fertig mit dir. Fucking Ruhm, Stück Scheiße. Und wer räumt das jetzt weg? Naja. Der Überfall ist vorbei. Meine Aufgabe hier ist kein Winterspiel. Ich gute Arbeit geleistet. Ich danke dir für deine Hilfe. Kein Problem. Wenn es noch was gibt. Kümmere dich um die Brüchtergräber. Du weißt immer notwendig ist, damit die Überfälle aufführen. Ich habe keine Ahnung, wie er gesagt hat. Da ist zu riskant. Wieso haben wir keine beschissene Sprachausgabe mehr? Eventuell sollte ich speichern. Eventuell. Und dann stelle ich das Ganze mal nochmal neu. Wart mal, Leute. Okay, Leute, ich glaube, ich habe es repariert. Guckt mal. Das ist zu riskant. Yeah. Leider kein tolles Voice-Acting mehr von mir. Sorry, ey. Ich weiß, ihr habt euch alle drauf gefreut, aber ich muss auch mal sagen, kein Voice-Acting in meinem Life, ey. Das muss man immer mal sagen, Leute. Immer. Na gut, gehen wir in das Priestergrab und zeigen ihnen, wer hier der Boss ist, würde ich meinen. Und außerdem, schauen wir mal, was es dort Nices abzugreifen gibt. Dann, wir haben noch nicht eine Rüstungsplatte. Deshalb hoffe ich doch sehr, dass wir hier irgendwas Rüstungsplattentechnisches finden. Ich weiß doch, wir waren hier schon mal, aber dann dachte ich mir so, nope, wieder rausgegangen, glaube ich. I don't know. Hey Skorpion, fick dich. Grunds wanderst du dreckiges, hässliches Stück Scheiße. Eieiei, immer diese Skorpione. Hey, dein Arsch brennt. Woo! Feuerball ist einfach geil. Aber wie gesagt, gegen den Feuer-Titan wird er uns echt nichts bringen, ne? Aber hey, darauf seid ihr sicher auch schon gekommen. Oh shit. Bam. Aber unser Glück ist, dass wir im Nahkampf halt auch sehr, sehr stark sind. Von dem her, Alter. Alles chill. Kein Plan, wo ich gehen will. Ich geh da dann. Oi, Mana-Pilz hat sich schon gelohnt, ey. Eine nice Beere. Die nehme ich auch mit, lecker. Aber sonst war hier nichts. Was könnten diese dunklen Gemächer uns noch vorhalten? Hey, Stück Scheiße, komm rüber. Die Falle ist sicher aktiv. Nein, willst du mich verarschen? Oh, die ist immer aktiv, wenn ich vorbeilaufen will. Oh, shit. Bam. Heute gibt's Echsensteak. Na gut, wir haben gerade gesehen, dass die Falle nicht aktiviert ist. Ist da noch was? Nee. Weißt du was, Spiel? Fick dich. Mann, aber das war noch nicht aktiv. Oi. Wieso? Das ist so gemein. Der fucking Echsenkrieger kann da locker vorbeigehen, ne? Gar kein Problem. Aber Jeff, Alter. Das ist so eine magische Falle, okay? Die da detektiert so. Ey, der Hurensohn, das ist Jeff, oder? Den fick ich jetzt. Bam. Fick dich, Spiel. Ernsthaft. Heilige Scheiße. Uiuiui. Ui, ui. Na gut. Eventuell werde ich eine Telekinese-Zauberspruch auspacken müssen. Ha. Nice. Geht das jetzt für Echsenkrieger? Na? Alter, Alter. Nimm das! Sorry, dass ich ein bisschen still bin. Aber manchmal konzentriere ich mich sogar auf diese Kämpfe. Ja, das ist eine ganz neue Sache, ich weiß. Aber auf den nicht mehr. Darauf habe ich keine Lust mehr. Deshalb 360 Ausgabe! Oh! Wupp, wupp, wupp! Okay. Verlassen wir die Leichen der Versager. Bam, bam. Jetzt ein bisschen Fleisch in unserem Müll. Das ist bestimmt nicht 1000 Jahre alt oder so, hey.
Wir können auch hier lang weiter. Also da ist das Titanenzeugs, aber wir können auch einfach den Bäuchchen wegcracken hier. Asche Bestie, mein Ass! Komm her, du fettes Stück Kerge! Oh shit. Nimm dies! Oh shit. Ich hoffe, es schmeckt. Uiuiui. Na gut, eventuell. Alter, die Asche, bist hier gar keinen Bock auf mein Leben. Null. Ist okay. Das ist in Ordnung. Ist okay. Nein, ist. Ist okay. Ist okay. Ist okay. Nein, wirklich. Ja, ja, gut. Gut. Aschebestie, das merke ich mir. Okay? Okay. Gut. So ein ekliges, verlaustes Stück Scheiße. Nimm das. Und jenes. Und nun nutze wieder die Axt. Und werden sicherlich gewinnen. Oh, shit. Ich könnte ihn einfach mit Feuerbällen wegspammen, aber irgendwie möchte ich ihn mit der Axt zerhacken. Das ist jetzt ein Bedürfnis geworden, Leute. Ein verdammtes Bedürfnis, ja. Erst war so Anfrage, so, ich so wollte die Asche ein bisschen tot sehen und jetzt bin ich so im Bereich des Bedürfnisses, ja. Ich will das einfach und werde es auch erreichen. Oder so. Okay, ein bisschen locken mit unserem Feuerbällen. Aber dann, sagt jeder in der Stadt plötzlich typisch Aschebestie. Dieses Fuckvieh. Oh Gott. Okay, wisst ihr was? Eventuell ist diese Aschebestie doch ein größeres Problem als gedacht. Aber wir haben schon untote Biester getötet. Ich dachte eigentlich, die wären stärker. Aber anscheinend denkt sich die Aschebestie, hey, Bitch, weißt du was? Die untoten Viecher, die sind voll kacke. Ich bin viel krasser, ey. Und anscheinend hat die Aschebestie recht. Ich meine, guckt euch das fuck viel mal an. Das ist ein richtiges Biest. Ein richtiges Biest, sag ich euch. Jeff, töte es! Oh. Ein Mist viel weniger. Obsidian, ja komm, wir brauchen das Gold. Der Inquisitor nimmt sich erstmal den Spitzhacke und geht zur Arbeit. Das ist gut. Naja, was soll's. Ich finde die Schluckgeräusche hier übrigens sehr befriedigend. Ich glaube, wir wollen dahin. Gut, dass ich mir Levitationsspruch gekauft habe. Ich weiß gar nicht, ob ich das offscreen gemacht habe oder nicht zwischen den Parts. Kann aber sein. So. Dann gehen wir mal hier hoch, ey, und dahin, ey, lecker. Ja, prima. Oh. Hier brauchen wir so ein Kraftfeld-Ding. Ich sehe schon. Nun gut, senden wir uns erstmal ein Tränkchen. Und dann halten wir einfach sein beschisstes Gesicht ab. Hi. Oh, ein Hohepriester. Leck mich hart. Okay, Hohepriester. Dann zeig, was du drauf hast. Zeig alles, was du gelernt hast. Fang an. Fang an. Komm schon, du weißt, was du zu tun hast. Die Zeit läuft sofort. Fang an. Yo, GX. Oh, scheiße, er hat seinen Feuerball ausgepackt. Ich glaube, sein Feuerball ist gefährlicher als sein Schwert, deshalb. Fuck auf den Boy. Guck hier das Stück Scheiße an, Alter. Ja, komm her. Stück Müll, Alter. Bam. Tschüss. Mistvieh. Okay. Wir nutzen unsere letzte magische Kraftfeld-Zerstörenspruchrolle und schauen, was wir hier finden. Hoia! Ich weiß gar nicht, ob ich mir noch mehr machen kann. Ich habe keine Ahnung. Habe ich die Rune dafür? Nein. Okay. Leider nicht. Stark magische Heilung. Was haben wir hier? Oh, ein Skelettkrieger. Lecker. Jetzt ist die nichts mehr. Hat er was Besonderes? Nee. Aber da ist noch ein Trank, glaube ich. Ja. Das sind, glaube ich, permanent Verstärkungstränke. Was sehr, sehr angenehm ist. Die sippe ich mir instant rein. Oh, Erfahrungstank ist sogar. Ey, lecker. Und maximale HP plus 10 ist halt echt nicht viel, aber ist schon okay. Wie viel HP haben wir eigentlich insgesamt? Okay, 374, dann ist das gar nicht so wenig, wie ich gedacht habe erstmal. Na gut, gar nicht mal so schlecht. Na gut,
Brechen wir auf und tun dies, wofür wir hergekommen sind. Wer ist denn uns erstmal das Ding hier? Ja, für die EP und den Kram hat sich das schon gelohnt. Ich frage mich nur, ob wir hier jetzt rüberspringen könnten. Von hier aus. Ich probiere das mal. Ja! Oh, es geht. Cool. Müssen wir keine Levitationsspruchhalle verschwenden. Aber eine magische Barriere zerstören Spruchrolle. Denn hier wollen wir durch. Mann, das ist eine Sackgasse. Lass uns wieder umdrehen, nicht? Gott, dieser Stein sieht brüchig aus. Bam. Sehr schön. Was zum Teufel? Wo sind wir hier überhaupt? Oh, eine Steinplatte. Die wird mir noch einiges nützen. Mit einiges meine ich überhaupt nicht. Aber wir können mal die Mana-Pilze nehmen und ich habe gar keine Statuette bekommen. Ne? Wir haben noch alte Brüste. Vielleicht geht das. Hey. Nope. Alte Brüste ist nicht das Item, was hier verlangt wird. Ah. Ja, ist jetzt doof. Komme ich denn jetzt hier ran? Habe ich irgendwas krasses übersehen? Ach, da oben! Habt ihr die Scheiße gesehen? Damn. Okay, mit einem Telekinesis-Zauberspruch sollte ich da auch reinkommen. Na komm. Komm zu Daddy. Na komm, wer ist der gute ja, genau. Wollte ich nochmal angemerkt haben. Priesterbrüste. Ja. Diesmal war es nicht mal beabsichtigt, dieser Versprecher. Egal, Priesterbrüste, Leute. Nur in der katholischen Kirche. Nur Spaß. Nur ein Witz. Oh, Rüstungsteil. Brustpanzer von Ursukus Rüstung. Wenn ich die anderen Teile habe, kann ich sie neu schmieden lassen. Hey, nicht schlecht. Und ein Titanenstab. Ja, ist scheiße. Okay. Ein Stück der Titanrüstung. Hey, warte mal, 2 von 5. Wir haben schon einen Rüstungsteil. Ah ja, whatever. Okay, also wir haben auf jeden Fall die eine Scheiße. Na, wie nennt sich das? Wir haben auf jeden Fall den Hammer, aber es zählt ja nicht als Rüstungsteil, oder? Okay, hier waren wir. Hier waren wir noch nicht. Ey, im Sumpf geht ja noch richtig viel ab. Na gut, ich möchte mich wohl zuerst nach Westen teleportieren. Vulkanfest und Südküste, Ostküste. Westliche Ruinen, gönn mir. Ja. Schauen wir mal, was wir dort so alles Nices finden. Genau, hier sind wir. Sehr gut. Dun, dun. Unter anderem möchte ich dahin gehen. Also, ich komme am besten von dort aus dahin. Oh, ich habe keine Ahnung. Ah, dort. Warte, da ist ein kleiner Weg, glaube ich. Okay, wir finden das schon. Die Mucke, Alter. So schön. Großer Sumpf. Ah, ja. Sehen wir uns mal einen Mana-Trunk. Ich glaube, den werden wir auch brauchen, wenn weitere Echsenkrieger unsere Wege kreuzen. Und schauen mal, ob wir nicht hier irgendwie weiterkommen. Ich meine, hier sollte irgendwo ein Weg sein, oder? Oh, hey, Wölfe! Lange nicht mehr gesehen, diese Viecher. Da sieht man einen an. Wir brauchen das Gold. Dun, dun. Da lang? Ja, da lang will ich hin. Okay. Vielleicht finde ich eine Heldenkrone oder so, das wäre ziemlich awesome. Oh, da ist eine. Sehr gut. Hey, Sägeier. Fickt euch. Ja, kommt mal ein bisschen näher. Okay. Ach, shit, ich dachte, ich würde den auch mit wegrennen können. Nee, die Schenkel lasse ich tatsächlich da. So arm sind nicht mal wir. Okay, ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Sieht gut aus. Da sind noch ein paar Keiler. Komm, hauen wir den auch auf die Fräse. Mit dieser legendären Waffe. Mistviecher.
Ja, komm, die braten wir mal ein bisschen. Wäre lustig, wenn ich dann direkt gekochtes Fleisch gelootet, looten könnte. Bam. Oh, wie die existieren noch. Aus dem Weg! Ich kann so relaten mit diesen Keilern. Okay, Leute. Aber ich würde sagen, das war's erstmal für heute von Reason 1. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich hoffe, ihr schaltet demnächst auch wieder ein. Bis dann, Leute. Ciao.